Willkommen heute wieder bei TTT in Minecraft. Wir werden natürlich ganz normal TTT spielen, ne? Aber mit einer kleinen Herausforderung dabei. Die haben Leute unter der letzten TTT-Folge geschrieben gehabt. Und zwar darf der kleine süße Morgame nur mit einem Holzschwert spielen. Ja, ich darf die Leute nur mit Holzschwert töten. Auch nicht mit Traitor-Items oder sonstiges. Nur Holzschwert. Ob wir diese Herausforderung schaffen, ich hoffe. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Oh Leute, ne? In den letzten Tagen habe ich wieder richtig Fun gehabt bei meinen YouTube-Videos, ne? Alter, der war ganz klar Traitor. Ganz klar war der Traitor. Ganz klar. Der auch. War alles Traitor. Mann. Nee, ich muss echt sagen, den letzten Tag hatte ich wieder richtig Fun bei meinen YouTube-Videos. In letzter Zeit war das ja alles so ein bisschen, habe ich auch ein bisschen strauchen lassen und so, ne? Da war das auch mal so, da war man auch unmotivierter, weil irgendwie, es lief alles nicht mehr so. Und dann hat man sich gefragt, liegt es an mir selber und so, ne? Macht man ja sich auch Gedanken, woran es liegt. Aber jetzt aktuell, wo ich jetzt endlich wieder mal gedacht habe, ja, fragst du mal Zombie, Maudado, Paluten und so, ob sie mal wieder Lust haben aufzunehmen, ne? Und wer hat das gedacht? Sie hatten Lust und das hat einfach richtig, richtig mir wieder Freude bereitet tatsächlich. Was war das? Also die letzten Tage waren einfach echt, echt cool, was YouTube angeht, weil ich einfach wieder richtig Spaß hatte, einfach mit Zombies oder Paluten oder Maudado einfach zu zocken. Einfach nur Mario Kart daddeln, Shellshock daddeln, dies, das daddeln. Das war einfach richtig schön wieder so. Und das habe ich ja monatelang nicht mehr gemacht. Und das hat mich einfach jetzt wieder richtig motiviert, weil ich einfach richtig Spaß hatte dann. Einfach nur mit denen zu daddeln und so. Und das Feedback von euch war dann auch grandios. Also wirklich jetzt. Warum greifen die Leute mich an? Ich bin Detective. Warum bin ich eigentlich Detective? Oh Gott. Oh Gott. Ich komme, um zu helfen. Das war ein Traitor. Du bist nett. Du bist nett. Das war ein Traitor. Ich hab dich gerettet. Ist okay. Ist okay. Ich beobachte dich mal, weil du bist ganz klein innocent. Wenn dich jemand attackiert, ne, weiß ich Bescheid, dass das die... Da kommen die Bösen. Au, 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 au. Au, au, au. Okay, einen Bösen habe ich noch. Oh, da sind noch mehr Böse. Die schießen mit Pfeilen auf mich. Richtig frech. Richtig, richtig frech. Oh Mann. Das sind Traitor, Leute. Das sind alles... Das war innocent. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich habe die Traitor aus den Augen verloren jetzt gerade. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Ich glaube, das waren die beiden Kandidaten da vorne. Mann, geht doch mal weg. Habe ich euch was getan? Nein. Bin ein richtig netter Typ. So. Die Innocents haben gewonnen. So geht das. Habe ich eben eigentlich alles gesagt? Ja, ne? Ich wollte es nur mal kurz angesprochen haben und sagen, danke, dass ihr da so schön Feedback gegeben habt und so viel Spaß hattet bei den Videos auch. Und ich hoffe, ihr habt weiterhin hier Spaß bei TTT zum Beispiel, unter anderem. Oh oh, ich hoffe, die haben das nicht gescheckt, dass ich das jetzt war, der die Leiche da verursacht hat, sonst sind wir gleich im Osch. Im Osch. Hier da, Krieg. Auf sie. Auf sie. Auf sie! Okay. Oh Gott. Ich krieg immer richtig Herzinfarkt. Ich denk mir dann, ach du Kacke. Hey Bro, ich helf dir, oh Mann. Ich muss sagen, nur die nur Holzschwertrunden verlaufen relativ gut. Ich habe jetzt noch keine Runde verloren. Bisher top. Muss ich sagen. Unicorn Pony. Was? Unicorn Pony X. Unterstrich X. Auch ein schöner Name. Liebes Unicorn Pony. Oh. Yo. Genau. Wie sie mich instant geschlagen hat, Mann. Instant einfach hat sie mich verprügelt. Ja, sie hat mich einfach geschlagen, Herr Detective. Ich musste handeln. Sie hat mich einfach geschlagen. Ich konnte da nichts für. Wirklich. Ne? Man muss auch dann auch mal reagieren und sagen,
das geht so nicht. Wenn mich ein Einhorn schlägt, wird es zurückgeschlagen. Genau deshalb sind Einhörner auch ausgestorben, ja? Weil Einhörner einfach immer nur einfach so Menschen schlagen. Und das kann ich halt nicht zulassen, Mann. Oh, er weiß, dass ich es bin. Er weiß, dass ich es bin. Er weiß es. Er weiß es, dass ich Traitor bin. Denn er verfolgt mich. Er verfolgt mich. Tötet ihn. Tötet ihn, meine kleinen Äffchen. Oh Gott. Oh, was war das denn? Ich stand da so ein bisschen Wayne AFK in der Umgebung. Oh, hier, er hier. Ich bin ein Affe. Du bist ein Affe. Das hält mich aber nicht davon ab, dich zu töten, ne? Wobei Äffchen eigentlich süß und nett sind. Muss man ja mal ehrlich sein. Wow, wow, habt ihr diese Ausweichskills gesehen? Die haben nur wahre Ninja-TTT-Meister drauf. Aua. Ah. Ah, um mich zu schlagen. Beziehungsweise zu beschießen. Das meinte ich wohl eher. Auf ihn. Auf ihn mit Gebrüll. Los, los, umkreisen wir ihn. Umzingeln wir ihn. Töten wir ihn jetzt. Ja, Traitor hat gewonnen. Abgestaubt. Traitor spielen ist halt einfach mein Ding. Da habe ich letztens das Video gesehen von Fabian Sigismund. Kann ich nur empfehlen, ja. Zum Thema Let's Plays. Ne? Und in diesem ganzen Let's Play-Thema-Ding war eine Unterkategorie oder eine Kategorie, das war auch mit vielleicht die ausschlaggebendste Kategorie, wo ich dachte, ja, der Junge hat recht. Und da gehöre ich auch zu. Einfach, dass man sich keine Gedanken macht. Und zwar, wie er das schon sagt, die Eltern setzen dann ihr Kind zum Beispiel dann dahin und das kleine Kind, was weiß ich, wie alt es ist, vielleicht ein paar, noch nicht mal 12 oder so, ne, sitzt dann da und die Eltern lassen das einfach ein Minecraft-Video schauen. So. Halt ein jüngeres Kind. So. Weil die Eltern sich denken, ist ja nur Minecraft, ne? Ist ja nichts bei, ist ja nur Minecraft. So. Und dann guckt das kleine arme Kind ein Video. Und ich werde gerade geschlagen einfach. Einfach so. Einfach so. Und die Eltern denken sich dabei halt nichts, weil ist halt Minecraft, ne? Und dann fängt der Let's Player in dem Minecraft-Video an zu sagen, du Huch. Oder du bist so. Und so weiter. Also viele, ganz viele Beleidigungen aneinandergereiht, ne? Und das ist es halt, ne? Das ist halt, worüber man sich eigentlich keine Gedanken macht, ne? Dass deine Videos, wenn man Minecraft-Content vor allem bringt, auch auf jeden Fall jüngere Menschen sehen, die keine Ahnung haben oder so, noch nett sind und verdorben, ja? Und dann fängst du an in deinem Video ganz viele böse Schimpfwörter in den Mund zu nehmen. Ne? Das ist eine Sache. Das ist halt eine Sache, über die habe ich mir auch noch nie so richtig eigentlich Gedanken gemacht. Ich bin jetzt niemand, der in meinen Videos. Ich flame nicht durchgehend, ich beleidige nicht. Ich versuche eigentlich wirklich oft auf meine Wortwahl zu achten. Dann rutscht trotzdem mal ein verdammte Scheiße oder sonst was raus, ne? Vor allem, wenn man gerade im Rage ist, ne? Aber selber als Player oder als Sprecher, ne, ist man sich das oft auch gar nicht so bewusst. Also hält man sich das selber gar nicht so vor Augen. Dass auf jeden Fall auch viele jüngere Menschen deine Videos gucken, während du hier stirbst. Und dann fragt man sich immer, warum die jungen Menschen nur so viele Beleidigungen haben und so haten und so, ne. Kommt halt davon. Das kommt auch, größtenteils sind auch viele Let's Player daran, glaube ich, schuld tatsächlich. Weil die das ja auch vorleben, ne. Auf jeden Fall will ich da jetzt nicht zu krass drauf eingehen. Ich verlinke euch das Video mal in der Beschreibung, falls ihr euch dafür interessiert. Denn ich fand das Video wirklich interessant und gut. Aus der Sicht von Sigismund, weil er ist ja auch Vater und lässt die Kinder YouTube gucken und so. Und ja, da dachte ich mir selber nach dem Video, eigentlich bin ich mir selber während des Aufnehmens das auch nie bewusst. Man müsste eigentlich bewusster aufnehmen, ne? Ja, schön, dass du direkt angekommen bist. Die Runde werden wir jetzt mal wieder gewinnen. So, ich war jetzt nur am Labern und da bin ich immer so unkonzentriert manchmal, was PvP angeht und dann ist vorbei. Wie gesagt, verlinke ich, ne? Und ja, wobei ich muss sagen, bei mir ist das nicht ultra krass. Ich finde nicht, dass ich jemand bin, der Beleidigungen hegt und pflegt, große, krasse, außer ich bin wirklich im Rage oder so. Aber eigentlich nicht. Eigentlich versuche ich mich normal und so auszudrücken, ne? Und so weiter. Ne?
Das ist auch so, da hat ein Beispiel, was er auch genannt hat, ist, dass man dann trotzdem aufpassen muss, wenn man, sag ich mal, irgendwer, die Kinder wollen das neue nice Minecraft-Video gucken vom nice Mr. More Game. Und ich mache nicht nur Minecraft, sondern ja auch andere Spiele. Und dann läuft das, dann laufen die Videos da durch, bla bla bla, und auf einmal kommt Resident Evil 7. So, dann muss man halt auch, ne, das ist halt auch so eine Sache. Mehr als dann irgendwie, also ein Let's Player kann dann ja auch nicht mehr machen, als die Playlist richtig sortieren und vielleicht noch eine Warnung am Anfang einblenden, hey, dieses Video ist ab 18 oder so. Ne? Weil manchmal laufen die Videos einfach durch, ihr kennt das, nächstes Video und ja, stell euch vor, da sitzt so ein 8-Jähriger oder 7-Jähriger und auf einmal läuft Resident Evil 7 von Minecraft. So, das ist halt eine Sache, da kann man auch als Player halt nicht groß aufpassen, finde ich natürlich. Außer ein paar Sachen, wie ich schon erwähnt habe, zu achten. Ja? Aber ich fand die Sicht von Sigismund in der Hinsicht einfach interessant. Und ja, wollte ich mal drüber erzählt haben nebenbei, während wir diese wunderbare Challenge machen. Hi! So, ich will jetzt endlich mal wieder Leute töten. Das wäre auch eine Sache. Auch mal wieder Leute töten hier. So. Den haben wir. So, den habe ich runtergeschubst. Alter, ist der gejumpt. Habt ihr das gesehen? Der ist ja richtig geflogen. Jump in mein Messer. Danke fürs Zusehen. Das war die Runde TTT. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Kommentar da lassen, eine Bewertung. Und wir sehen uns bei einem anderen Video wieder. Ciao!